bei dem südlichsten Ziel. In 3000 Metern Höhe ist jeder Teilnehmer für sich alleine. Nur hin und wieder Funkgeräusche, sonst Stille. Ich habe den Thomas in Aug, der ist der Richtung Mitterfiel, würde ich sagen. Die Verfolger am Boden versuchen ihrem Piloten laufend Informationen über Wetterwechsel, Standort der anderen Teilnehmer und Windstärke zu geben. Für Österreichs Ballonfahrer Nummer 1 Josef Starkbaum gibt es neben Levin aber auch einen österreichischen Favoriten. Naja, wir haben einige gute Leute. Nicht? Aber der Haas, der war voriges Mal schon ganz vorne dabei. Und also ich glaube, der hat die besten Chancen. Am zweiten Tag übernimmt Levin die Führung vor Haas. Der Österreicher hat einen weiteren Weltklassemann zum Gegner. Thomas Fink aus Deutschland, aber Haas hält an diesem Tag Rang 2. Am dritten Tag soll der Flugplatz Zell am See von einem beliebig gewählten 30 Kilometer entfernten Punkt angefahren werden. Für Thomas Fink kein Problem. Er kennt Österreich und will noch Zweiter werden. Ja, ich glaube, ich kenne mittlerweile in ganz Österreich jeden Hügel vom Ballon aus. Ist mir eigentlich ziemlich egal, wo das stattfindet. Zell am See ist eine schöne Gegend, ist auch sehr interessant, weil man eigentlich in keine Richtung fahren kann, ohne dass man in den Bergen ist. Ja, die Konkurrenz schläft nicht. Wir liegen alle sehr eng beisammen und es wird dann letztlich nach der letzten Fahrt der Strich gemacht und dann wird der Meister gekürt. Das Glück ist ein Vogel, nicht? Wir waren grundsätzlich waren zufrieden mit dem ersten Tag. Wir haben 5 Kilometer Ablauf gehabt und bei der zweiten Aufgabe Long Distance haben wir gut bewältigt. Vor diesem letzten Wettbewerbstag ist tatsächlich noch alles möglich. Levin führt vor Haas, Heizeneder und Fink, aber auch Gerald Stürzlinger hat noch Chancen auf einen Platz unter die ersten drei. Die Teilnehmer machen sich auf den Weg. Sie haben alle notwendigen Informationen über die Großwetterlage erhalten und suchen nun ihren Startplatz. Das Zielkreuz am Fluggelände soll nach einer bestimmten Kilometeranzahl werden. Aber das ist ein gekennzeichnetes Stofftuch, wird abgeworfen. Und dann die Entfernung zum Kreuz gemessen. Dr. David Levin hat und seine Helfer über den Tag nichts fallen. Wenig Windbewegung an diesem Tag. Ein schwierig, den richtigen Startplatz zu wählen. Plötzlich Unruhe beim Team des Weltmeisters. Der Ballon ist weggekippt. Glück für den Amerikaner. Dann aber ratlos. Die richtige Höhe muss gefunden werden, was der Wind ist, der alle zum Ziel bringen soll. Und das möglichst schnell. Der Beobachter kontrolliert die Eventmarker, auch die vorgeschriebene Ausrüstung. Bedingungen zu Beginn der Trophy. Ein wolkenverhangener Himmel am letzten Tag. Levin lässt sich noch Zeit. Seine Konkurrenten sind bereits in der Luft. Okay, let's go.
Die Helfer begeben sich nach Zell am See. Per Funk und Lichtungen sofort Teilnehmer weitergehen. Es ist ziemlich tief, aber vor dem Ziel aber eine Flaute. Die Köpfe hängen fast bewegungslos in der Luft. Keiner hat seinen Marker abgeworfen. Alle warten auf den Wind, wollen näher an das Zielkreuz. Manche gleiten in nur wenigen Metern Höhe dahin. Von Helmut Haas keine Spur. Die Amerikaner stehen mit dem Ziel und geben ihre Informationen an David Levin weiter. Auch er hängt fast bewegungslos mit seinem Korb in der Luft. In front of us, and Fink behind us have got a good heading north, pretty good. Yeah, I think I'll follow them. Dann der erste Markerwurf. Nikolaus Binder ist nahe herangekommen. Die Entfernung zum Zielkreuz wird gemessen. Levin hat den Flugplatz erreicht. Andere werden von den Verfolgern eingewiesen. 1475. Heinzi, du siehst eh, wie der Bodenwind ist, gell? Das ist mit drei Knoten und eh wie vorher. Den Windsack musst du auch gleich sehen, gell? Schaust du das? Soll sich bitte den Punkt 11.4 auf der Seite 17 durchlesen. David Levin hat es geschafft. Er bleibt Erster, hat aber nun eine heikle Landung vor sich. Gut, mach ich. Mach ich da gleich. Okay? Zum ersten Mal gewinnt Levin die Alpine Ballon Trophy. Helmut Haas hat am letzten Tag zu viel riskiert. Am Abend liefert der Hauptplatz in Zell am See eine grandiose Kulisse zur Siegerehrung. Gerald Stürzlinger holt sich am letzten Tag noch Rang 3 vor dem Deutschen Thomas Fink. Auch auf Rang 2 ein Österreicher, Helmut Haas mit seiner bisher besten Platzierung. Der logische Favorit, der Amerikaner David Levin, hat sich also durchgesetzt. Er gewinnt einen der schwierigsten Bewerbe der internationalen Ballonfahrt. Ich möchte die Veranstaltung weiterführen und ich glaube, dass es den sportlichen Wettkampf geben muss und es muss rundherum die Show geben und ich bin überzeugt davon, dass wir beide Ziele unter einen Hut bringen können. Sehen wir Sie heuer wieder beim Bennett Cup? Oh ja, in Lechermadelberg werden wir sicher sein. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Planungswissenschaftler. Sie haben also genug Zeit für Ihr Hobby? Oh ja, ich teile mir die Zeit ein, ich muss Ballon fahren. Die 15. Ballontrophy ging ohne Zwischenfall zu Ende. Diese Art des Ballonfahrens, das Erleben des stillen Gleitens in mehr als 3000 Metern Höhe, ist aber nur den Weltklasse-Piloten vorbehalten.